So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute mal auf einer anderen Map, und zwar auf der sogenannten Grid Map, heißt das Ding. Und das ist so eigentlich ein riesiges Testareal, auf dem wir heute den Brattle Moonhawk testen werden, mit einigen kleinen Mods. Also die Folge wird ein bisschen länger. Und wir haben jetzt nur die Basisversion, die im reinen Sechszylinder und, ich glaube, manuell, oder? Ja, manuelles Getriebe. Und fahren wir einfach mal los. Das ist auch einer der älteren Wagen. Ich glaube, es war der dritte oder so, der ins Spiel hinzugekommen ist. Aber das ist immer noch einer der coolsten, finde ich. Gab auch mal eine Zeit lang eine verdammt coole Mod, die leider auch nicht mehr funktioniert. Mit Kombi und Stretching und allem. Und so. Das hat ziemlich gut gemacht. Und sein. Naja. Und ja, also auf jeden Fall an sich die Karre ziemlich geil, und sie lässt sich anscheinend auch recht gut modden. Wie wir dann auch gleich später noch sehen würden. Wären. Schuld. Wunderbar eingeparkt. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich an den Ford Gran Torino. Ich weiß nicht, ob den einige von euch kennen. Wer Starsky und Hutch kennt, der wird wissen, was ich meine. Und die Ironie ist, es gibt eine ähnliche Version. Also hier die Detective Special, die werden wir auch gleich mal nehmen, in einem typischen Feuerrot. Und es sieht doch, also er erinnert sehr stark an einen Gran Torino. Und fehlt nur noch die weißen Zielstreifen hier auf der Seite drauf. Das wäre noch. Also an alle Modder, wenn ein Modder zuschaut, hallo, erstmal Grüße. Macht bitte mal einen Skin mit diesem mit Starsky und Hutch. Das wäre mal richtig cool. Oh, das ist böse. Aua. Das ist die neue aerodynamische Front. Die fördert den Luftdurchfluss besser. Und ich erzähle wieder irgendwie Schwachsinn. Aber die Haube ist noch heile. Das ist schön. Jetzt haben wir es mal weg hier. Oh. Aber wie stark ist eigentlich das Beacon-Light hier? Oh. Nicht so stark. Das hält überhaupt nichts aus. Ja, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was haben wir noch für eine Karre? Also, wie ihr seht, hier wieder der typische Crash-Test-Mod, den ich aber noch später vorstellen werde. Also, der kommt auch noch, da warte ich noch, bis eine neue Version dieser Map rauskommt. Welche nehmen wir denn? Jetzt nehmen wir mal... eskalieren wir mal. Die Drag-Version. Überhaupt nicht übertrieben. Mit Ansaugstützen natürlich funktionsfähig. Wheelie-Bar. Und ziemlich übertrieben krassen Drehmoment. Und so weiter. Na, das kann man besser. So. Willy! Was ist das denn? Automatikgetriebe. Oh verdammt, da kommt der Hügel. Und ein Aufprall. Der war blöd. Jetzt auch noch voll gegen jemand. Au, au! Hui! Das war sehr, sehr böse. Brennt der? Also er qualmt auf... Ja, er brennt. So, dann machen wir einen richtigen Highspeed-Test. Wie viel kriegt er drauf? Bin mal sehr gespannt. Ich habe noch nie auf Maximum Geschwindigkeit gebracht, weil immer die Straße zu Ende war. Oder ein Baum hinter im Weg war. Das war auch manchmal der Fall. Also, Gas geben. Oh, das war ein schöner Wheelie. So, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280. Die 300 schafft er, die kommt, die 300. Ich will die 300 schaffen. Jawohl, 300. 304, 305. Boah. Zieh. 311, Maximum.
Reifen, ich weiß nicht, sehr leicht verpackt gerade. Kann das sein? Wie die Motor einfach. Also die Reifen halten überhaupt nicht viel aus. So. Aber den kriegen wir noch schneller. Indem wir Folgendes machen. Wir machen... was brauchen wir denn nicht? Also wir brauchen auf jeden Fall... keine Türen. Wir brauchen Türen. Türen werden völlig überbewertet. Die braucht kein Mensch eigentlich. Weg mit. Wenn jetzt Gewichtsreduzierung. So. Was müssen? Warte mal. Flared? Das habe ich noch nicht gesehen. Da muss ich mal schnell... Flared Front Right Fender. Ach cool. White Body. Brauchen wir trotzdem nicht. Das kann man dranbringen. Ach, inneren. Ja, wir braucht man doch nicht. So, weg mit. Gewichtsreduzierung for the win. Radio the Support. Weg mit. Motorhaube. Weg mit. Das da. Das braucht auch kein Mensch. Lichter, wir brauchen schon Lichter. Und Rücklichter ist recht nicht. Die braucht man sowieso nicht. So, können wir da noch was raushauen? Können wir leider nicht. Dann machen wir aber was anderes. Das machen wir noch weg. Machen wir die 15x8. Oh, cool. Ja, brauchen wir schon die Standard. Lassen wir die Standard Drag-Reifen drauf. Aber eine Frage, können wir hinten... Geht das? Wenn wir jetzt hinten die... von vorne drauf knallen. Das wäre jetzt richtig lustig. Lustig. 15x7 können wir draufhauen. Ja, mach mal. Gewichtsreduzierung. Oh, sieht der böse aus. Okay, ich glaube, wir brauchen hinten doch die größeren. Brauchen wir, glaube ich, schon, das wäre sonst... So, oh, warte mal, 15x14? Es gibt noch breitere. Und können wir vielleicht noch ein bisschen... Jawohl, hinten Spurweite komplett raus. Okay, wieder zurück. Das packt er nicht. So, bereit halten. Und... Zeitlupe, juhu! Jawoll! Schaut euch den Video an, wunderschön! Wunderschön! So, es gibt immer mehr, hoffentlich mehr raus, raus als 311 Tonnen. Ich laber das vor. Jawoll, geht tatsächlich, hat funktioniert. 23. 26, 27, 28, komm, bitte, 29, okay, 329, 29, die Karretzung, Überschlag bei 329 Gramm, ist ja eine Crash-Test, darf man nicht vergessen. So spektakulär, wie ich es gedacht hätte. Ich bin voll enttäuscht gerade. Naja. So, das war unsere Drag-Version. Die ordentlich abgeht. Und welchen immer jetzt ist, gehen wir mal ein bisschen runter vom Gas. So. Wieder darüber. Neuwertig.
Also wenn das hier kann. Gott, das ist ekelhaft hier drin. Was darf ich denn sitzen? So, das ist auf jeden Fall ja wirklich neuwertig, neu zu schuld. Ich übrigens ein bisschen mehr Kennzeichen jetzt bekommt. Gut. So, Looping, Looping, komm, Looping, Looping. Nein, nein. Och man, schon ein Auto. Schmeiß mal kurz um. Aber ganz sache. Ganz sachte noch. Ach, das haben sie ja cool gemacht, dass er unten verrostet ist. Gut, mit dem Tank möchte ich nicht so gerne rumfahren, das ist, glaube ich, weiß ja nicht. Nicht so gesund, könnte ich mir vorstellen. So. Ich weiß nicht. Welche Version nehmen wir jetzt noch? Eine haben wir noch. Wir nehmen nochmal die Standardversion, aber in einem Weiß. Weil ich euch gerne mal die ganzen Decals zeigen möchte, die serienmäßig dabei sind. Und ich glaube am besten auch gleich die ganzen Skins. So, Paint Design. Fangen wir mal an mit einem kompletten schwarzen Trim. Also schwarze Decals, Dekorleisten, Kühlergrill, Stoßstangen und alles. Was mit dem Weiß eigentlich ziemlich cool aussieht. Ja, gefällt mir. Dann haben wir das Ganze auch noch in Bodycolored. Komplett weiß. Was jetzt nicht so meins ist persönlich, aber ist wie gesagt Geschmackssache. Dann eine neue Mod, die so Rennendesign hinzufügt. Nummer 44. Nochmal. Mit Sponsoren. Was ziemlich cool aussieht. Hier ist noch drauf Hulbrook, Victor, Rexco. Ist aber anscheinend sind wirklich nur ausgedachte Firmen, die gibt's nicht wirklich, was auch verständlich ist. Und die ganze Version an. Oh, das sieht cool aus. Oh, das sieht richtig cool aus. Das war ich. Ach, das ist cool. Was ist. Ist es der Name vom Modder? Kann das sein? Es kommt glaube ich sein, dass es der Name vom Modder ist. Aber das sieht cool aus. Was haben wir noch? Nur 55. Ui, oldschool. Schön. Natürlich auch nochmal mit Sponsoren. Das sind nochmal andere. Svedi Cornelius. Spring nicht, Dr. Cornelius. Philips 76. Long Branch Fabricators. 555 202 Welt. Auch das, da 55222 Plum. Das 202, okay. Ja, cool. Ja, und das Ganze auch natürlich auch noch dreckig. Darf ja auch nicht fehlen. Sieht auch wie immer ziemlich cool aus. Ich mag die dreckigen Versionen irgendwie. Die gefallen mir. So, gehen wir weiter. Die ist jetzt wieder eine serienmäßige. Pinstripes. Was mit einer anderen Farbe vielleicht cooler aussieht. Wir nehmen mal so ein schniekes Gelb. Gelb-Schwarz, ist auch sehr schön. Dann haben wir das Ganze auch noch umgedreht. Also schwarz-gelb. Dann eine neue Mod. Rust Synthol. Das ist jetzt die verrostete Variante, die wir vorher schon mal hatten. Die geht anscheinend auch mit anderen Farben, wie ich gerade sehe. Mal ausprobieren. Ups. Color. Jetzt. Ja, die geht auch mit anderen Farben. Aber halt, nicht wirklich. Also am besten wirkt es tatsächlich mit Weiß. Oder Schwarz. So, nee, Schwarz geht gar nicht. Das ist dunkel für. So wirkt es eigentlich jetzt recht realistisch und auf der Warnblinker an. Egal. Dann weiter geht's mit einem, wieder einem Mod. Der im Scrapyard Moonhawk. Wie man ihn auf einem Schrottplatz antreffen würde. Mit irgendwie Farbdosen drauf gesprayt und Dalbemoos mit Rost und Kratzern und allem möglichen und einem ausgetauschten Kotflügel in Blau und einer ausgetauschten Tür in Rot. Rot. Dann haben wir noch die Version Special.
die auch ziemlich cool aussieht, wie ich finde. Dann haben wir noch die Version Special Inverted, also das Ganze umgedreht. Wie unten die... Ach, das ist ja lila. Okay. Das sieht cool aus irgendwie. Dann haben wir noch normale Streifen. Was auch ziemlich cool aussieht. Das Ganze natürlich dann auch wieder umgedreht, wenn man jetzt hier sehen kann. Jetzt kommt gleich die Crash-Tests, die zeige ich noch nicht. Die kommen wir in einer anderen Folge. Und ich denke, da haben wir noch den... Genau, den Underrust haben wir noch. Das so leicht angerostet. Wie man vielleicht so in der Scheune, so ein Scheunenfund. Moonhawk. Und White Trim. Hat man das nicht schon? Moment mal. Hat es nach unten verschoben. Interessant. Naja, das sind auf jeden Fall die ganzen Versionen von Moonhawk. Und Link zu den ganzen Mods ist in der Videobeschreibung, wie immer jetzt seit neuestem. Und zum Abschluss fahren wir noch einen gegen die Wand. Und zwar 550, dreckig und mit Sponsoren. Bin ausgeschrieben, das ist auch cool. Hält aber einiges aus. Ja, muss ja auch als Crash Car. Ist ja logisch. So, wir nehmen die große Rampe da hinten. Hinter der... Ich fahre gerade direkt auf Sitzung. Oh, knapp. Diese hier. Tschüssi. Das war böse. Wunderbar. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Beam and G-Drive. Ich hoffe, es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen oder sogar ein Abo da. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Beam and G-Drive. Ich verabschiede mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer NSG. Ciao.